Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich zeige euch heute einen Schaum mit drei Bällen. Ihr braucht dazu natürlich drei Bälle und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Und wie funktioniert das Ganze? Also als erstes würde ich empfehlen, mit zwei Bällen anzufangen. Und dann werft ihr einfach den einen Ball hoch. Wenn ihr Rechtshänder seid, würde ich in der rechten Hand anfangen, wenn ihr Linkshänder seid, in der linken Hand. Und dann werft ihr den rechten Ball hoch und geht dann den anderen Ball aus der linken Hand unten durch. Das heißt, hochwerfen, durchgeben. Hochwerfen, durchgeben. Und das Ganze kann man dann schnell hintereinander machen. Und das sieht ja dann nicht so spektakulär aus. Aber mit drei Bällen geht es dann genauso. Nur da habt ihr halt dann weniger Zeit zum Durchgeben. Und müsst ein bisschen höher dann noch werfen. Das heißt, ihr nehmt dann den dritten Ball, wenn ihr das Ganze könnt mit zwei Bällen. Und dann fangt ihr wieder an, hochwerfen, hochwerfen, hochwerfen und durchgeben. Also, zwei Bälle in der rechten Hand, den ersten hochwerfen und dann gleich den zweiten hochwerfen, also hoch, hoch. Nochmal hoch, hoch. Und wenn ihr den hochgeworfen habt, beide, geht den anderen unten durch. Also hoch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch, hoch, durch. Ich zeige euch jetzt nochmal in Zeitlupe. Und das war's auch schon wieder von dem Trick. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Ansonsten sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.